Sie sind die Besten ihres Bezirks in ihrem Alter. Die 10- und 11-jährigen Kicker der LAZ-Vorstufe Rohrbach. Ja, gut! Heute starten sie in ihr dreitägiges Trainingscamp auf dem Fußballplatz in Eigenschlegl. Mich hat jedes Training immer eigentlich dabei sein und immer besser werden, dass ich irgendwas, wenn ich erwachsen bin, was erreichen kann im Fußball. Auf was freust du ganz besonders? Also auf die ganzen Trainings, auf Fußballgolf und so weiter. 23 Kinder, betreut von 4 Trainern. Nach einer kurzen Besprechung startet die erste Einheit. Am Programm Koordination und Schusstraining, Passen und ein Match. Alle hier sind top motiviert. Die sind schon mit so einer Begeisterung heute hierher gekommen nach Eigenschlegl. Sensationell, und das ist auch mitunter ein Grund, warum ich diesen Job so gern mache, den Jugendlichen in die Augen zu sehen, wie die funkeln und strahlen. Also es ist einfach nur sensationell. Bei so einem Trainingswochenende hat man dann einmal Zeit, dass man Schwerpunkte aufgreift, die im normalen Trainingsbetrieb vielleicht dann ein bisschen zu kurz kommen, sei es speziell im athletischen Bereich, dass man auf die koordinativen Fähigkeiten dann ein bisschen genauer eingeht und auch trotzdem, auch wenn wir jetzt nicht in einem Meisterschaftsbetrieb unterwegs sind, dass man trotzdem ein bisschen taktisch mit den Kindern auch arbeitet, was im Fußball natürlich auch nicht zu kurz kommen sollte. Das Landesausbildungszentrum, kurz LAZ, ist die erste Stufe am Weg zum Profifußballer. Kein Muss, um es tatsächlich an die Spitze zu schaffen, aber eine Unterstützung. Zum einen, natürlich sind wir bestrebt, Fußballer ganz nach oben zu bringen, Profis daraus zu machen, aber genauso sind wir auch bestrebt, die umliegenden Vereine zu füttern mit Talenten. Es funktioniert so, dass die Kinder dann so mit zwischen 7 und 9 Jahren werden sie gesichtet von uns. Funktioniert dann über so eine, die Sichtungsregion, und aus der Sichtungsregion raus werden sie dann nur mal eben gesichtet für die LAZ-Vorstufe. Während der Saison trainiert die LAZ-Vorstufe 2-mal pro Woche, im Sommer und im Winter. Das Ziel wäre dann eben, dass wir es dann 2 Jahre sind es dann bei uns, und dass wir es dann bestmöglich ausbilden und dass dann für den Hauptkader, der eben, oder für die Hauptstufe des LAZ, was dann in Linz ist, dass da dann in Frage kommen und aufgenommen werden. Zurück zum Trainingscamp. Die erste Einheit ist vorbei. Für die Kids geht's jetzt in die Unterkunft ins Sporthotel Almesberger. Das war's aber noch nicht. Nach dem Essen steht ein Persönlichkeits- und Motivationstraining am Programm mit Erfolgscoach Stefan Süß. Wo sie Angst habt, dann müsst ihr eingehen. Ja? Wir sind dann im Magic Moment. Der hat auch noch Höhenangst. Trainieren, in einem Sporthotel übernachten und Teambuilding-Events. Bei der LAZ-Vorstufe Rohrbach läuft alles schon fast wie bei einem Profiverein. Außer vielleicht die Berner Würstel am Teller.